Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie ein Schweinsgeree Schnitzel schneiden werde. Das handelt sich da hier um eine Karree-Rose. Karree-Rose ist, wenn gar Ketten dabei ist. Was ich mache, ich schneide da die groben Sehnen, schneide immer weg. Und was ich auch tue, ich lasse die Karree so 10 Tage ablegen. Beim Sehen, das ist einfach viel besser. Aber erst schneiden wir mal die groben Sehnen weg. Ich schneide einfach so. Schön mit dem Messer einfach wegschneiden. Wichtig ist, da auf der Seite ist immer eine grobe Sehne, die geht weg. Weil es ist noch so, beim Braten oder beim Grillen drehen sie sich nicht auf. Kommen Sie her. Das ist Abfall. Das ist noch zum Verschönern. Lege das her. Das stelle ich mal gerade. Ich schneide die ersten Schläge eines Steaks zum Grillen. Machen wir 6 Stück. So. Und jetzt schneide ich die Schnitzel. Ich schneide sie doppelt vor, zurück und durch. Sehen Sie? Vor, zurück. Und durch. Man kann es ja umdrehen. Sehen Sie, schöne Schnitzel. Wichtig ist, es soll kein Loch drin sein. Aber wenn ein Loch drin ist, passiert auch nichts. So. Und durch. Wie gesagt, die Karree-Rose ist 10 Tage abgelegen, die ist butterweich. Die Schnitzel, was ihr schneidet, die werden ungefähr haben so 16, 17 Decker. Heute in der Gastronomie schneiden wir eigentlich schon 20, aber ich finde, das ist zu groß. 20 Decker ist einfach zu groß. Schaut vor. Da schneiden wir alles raus. Und jetzt haben wir sie geschnitten. Wie gesagt, ich kaufe das Karree, lasse es dann bis zum Ablaufdatum eigentlich im Kühlschrank liegen, dann mache ich es auf, schneide die groben Sehnen weg und schneide dann die Schnitzel. Und die ersten mache ich dann für Steaks zum Grillen. Eignen sie perfekt. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, abonnieren Sie mich, Ihr Profi-Metzger Ralf.